Am späten Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr Waiblingen alarmiert zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz. Ein Hund steckte irgendwo in einem Abwasserrohr fest. Der Hund war zuvor mit seiner Halterin im Bereich des Zipfelbachs zwischen Bittenfeld und dem Bittenfelder Kreisel unterwegs. Als er einen Fuchs sah, jagte er diesen in ein Entwässerungsrohr, das dort in den Bereich des Zipfelbaches mündete. Das Rohr geht im weiteren Verlauf zur K1909, die Bittenfeld mit Hohenacker verbindet. Durch Kontrolle der Kanaldecke konnte der Hund geortet werden. Nun war schweres Gerät erforderlich. Ein Bagger legte die Rohrleitung frei. Mit massiver Gewalt wurde ein Zugang durch das Betonrohr geschaffen. Nun konnte man in etwa sagen, wo der Hund und in welchem Zustand er sich befand. Weitere 5 Meter mussten aufgegraben werden, die Rohre entfernt. Nun wurde auch das letzte Rohr herausgezogen und der Hund an seiner Leine vorsichtig ins Freie gezogen. Ebenso tauchte nun auch der Fuchs auf, welcher der Hund gejagt hatte. Der Hund konnte nahezu unverletzt seiner Halterin übergeben werden.